Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir die geilen Dinger hier, richtig geile Beef Ribs im German Ofen oder Dutch Ofen, je nachdem ihr wollt. Viel Spaß dabei. So, Zutaten, ich habe hier 3 Kilo Beef Ribs und jetzt guckt euch mal hier diese Marmorierung an. Damit der Fettdeckel nicht täuscht ein bisschen, weil auf der anderen Seite siehst du, da ist also richtig Fleischanlage drauf, so ein Stück Brot ein bisschen so rauswächst. Davon ungefähr 3 Kilo. Kann man sich bei Beef Bandits bestellen, soweit schönes. Und wenn ihr euch den da bestellt, nutzt Code Klaus10, dann spart er nochmal 10%, also auf den Warenkorb. Dann haben wir einen Schluck Cola hier, da nehme ich die amerikanische. Hab 1 Kilo Zwiebeln, 4 kleine Schnitte Knoblauchzehen, dann 300 Gramm Cherrytomaten, dann brauchen wir noch 2 Esslöffel Dutch Ofen Zauber und 3-4 Esslöffel Ufer Bacon. Der Dutch Ofen ist schon da drüben. Kleinen Spritz Öl brauchen wir noch. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer, dieses hier und ein Brett. So, kriegt man den Grill, habe ich mir folgendermaßen aufgeteilt. Hier drüben habe ich volle Pulle angemacht. Hier drüben, wo der Dutch Ofen steht, auf der rechten Seite, habe ich bloß ein bisschen Hitze drunter und habe das schon mal heiß werden lassen. Deshalb tun wir hier ein bisschen Öl in den German Ofen drin und unsere Zwiebeln dazu und die können jetzt erstmal hier schön vor sich hin braten, Deckel wieder zu und wir kümmern uns ums Fleisch. Und was ich bei so einer Nummer jetzt mache, ist, dass ich mir die gleich rippenweise vorportioniere. Also einfach mit dem scharfen Messer durch, hier schön, oh, herrlich, weil wir werden die nämlich gleich angrillen und dann macht sich das besser, wenn man die schon so ein bisschen, man kriegt halt mehr Röstaroma ran, wenn man sie schon in Stücke gesägt hat. Und dann merkst du natürlich, dieses Rippenfleisch ist natürlich sehr, sehr zäh, also das muss man echt richtig schmoren. Aber nur schmoren wäre schade, deshalb kriege ich jetzt erstmal richtig Farbe auf den Grill. So, die werden wir jetzt angrillen. Ich fange am besten mit dieser Fettseite an, die setzen wir hier schön auf dem Rost drauf. Dann haben wir nämlich gleich so ein bisschen schon vorimprägniert, sag ich mal. Und sorgen dafür, dass wir die jetzt von allen Seiten richtig scharf angrillen, dass wir da richtig Grillmuster und Grillgeschmack dran haben. So. Wir jetzt schön hier von allen Seiten immer richtig Farbe ziehen lassen. Also da geht es darum, dass wir richtig wirklich hart Röstung rankriegen. Weil hier in dem German Ofen wird es nachher eher wie geschmort. Und da kriegen wir halt keine Röstarome hin. Die müssen wir uns vorher schon einsammeln. Und das machen wir jetzt genau hier auf dem Grill. Ein bisschen Flamme kann ruhig dabei sein. Drehen das von allen Seiten und gucken, dass wir schöne vollflächige Krusten hinmachen. Also können wir ruhig 10 Minuten hier schön die vor sich hin grillen lassen. Also auch länger. Hab keine Angst davor. Viel falsch machen könnt ihr nicht, außer der ganze Kram verbrennt nachher. Aber ich sag mal, so dumm kann man sich ja kaum anstellen. Guckt euch das an, sehen die nicht geil aus, oder? Oh, richtig schön brutzlig braun. Die kommen jetzt erstmal wieder runter. So, unseren German Ofen stellen wir in die Mitte. So, Brenner rechts und links voll an. Unten drunter kleinste Stufe. Mittig rin, Deckel zu, die Zwiebeln können noch ein bisschen. Und dann gehen wir praktisch hier von unserem Ofen Bacon hier schön außen an die Ribs dran. Wenn wir das nämlich vorher gemacht hätten, wären sie, habt ihr sie sehen, einfach auf dem Grill heillos weggefackelt. Und jetzt muss man keine Angst haben. Man kann also Ofen marinieren, wenn man schon angegrillt hat. Weil das wird ja jetzt ungefähr so 3 Stunden noch nachher im German Ofen liegen. Und dann hatte die Würze noch alle Zeit der Welt, da einzuwirken. Und dann haben wir gleich ein bisschen Bacon-Geschmack, ein bisschen was Räucheriges dran. Ach, das macht natürlich gerade so eine sehr durchwachsenen Stücken sehr, sehr ultra lecker. Und da ist ein bisschen Zucker drin. Und wenn das jetzt warm ist, dann schmilzt natürlich gleich super schön hier in die Oberfläche ein. Und das machen wir mit allen 6 Fleischstücken. Ach, guck mal, wie schön die wabbelig sind. Wa? Aber das wird nachher noch viel, viel besser. Und wenn die Zwiebeln ein bisschen angegangen sind, kommt hier also 2 Esslöffel Dutch Ofen Zauber rüber, Knoblauch, immer schön durchrühren, dann die Tomaten, ein großer Schluck von der amerikanischen Kräuterlimonade, da kann man ruhig fast einen Liter reinhauen, wo ich halt nochmal schön, dass es gleichmäßig verteilt ist. Und dann setzen wir jetzt da auf unser Fleisch, Knochen nach unten. Wenn wir den Knochen unten machen, haben wir diesen etwas fettige Stück hier oben. Dann kann das Fett nochmal schön über das Fleisch schlufen. Sonst würde ja bloß oben der trockene Knochen stehen. Und so hat man halt immer alles so schön geschichtet, wie das muss. Und jetzt wichtig beim German Ofen, Deckel drauf.
sitzt und den Deckel schließen. Und jetzt haben wir ungefähr so 200, 220 Grad im Grill, das ist dafür perfekt. Und lassen ihn einfach 3 Stunden in Ruhe. Hin und wieder ruhig mal gucken, was der Wasserstand sagt. Also manchmal kocht es so ein bisschen aus, dann wird es zu trocken unten, neigt dazu anzubrennen. In 50-50% der Fälle ist das passiert soweit, ansonsten nicht. Von daher einfach mal gucken und wenn dann einfach mit dem restlichen Kohle aufgießen und wenn tatsächlich zu viel Wasser raus ist, beziehungsweise Feuchtigkeit raus ist, dann mit Wasser aufgießen. 1,5 Stündchen sind jetzt rum und guck mal, wie die Sache hier schon vor sich hin blubbert. Hat alles schön Farbe gezogen, hat ja auch schon ein bisschen Farbe gehabt und ich werde jetzt noch einen Schluck Cola dazu tun und ich habe schon gerade gekickt, wir sind schon bei 90 Grad Kerntemperatur, also ich glaube, wir brauchen ja keine 3 Stunden hier, weil die so schön klein sind. Vermutlich sind wir so 2-2,5 Stunden schon auf dem absolut richtigen Weg. So, knapp 2,5 Stunden sind rum und ich habe entschieden, jetzt hier Schluss zu machen an der Stelle. Na, hier wird es natürlich noch zerfallen, ja, aber ich denke, so ein bisschen Biss kann das noch haben. So blubbert das jetzt vor sich hin und wir nehmen das mal raus. Gibt es denn einen Richtwert, wann die fertig sein sollten? Bei welcher Kerntemperatur? Kann man so im German Ufer mal ganz schwierig sagen mit Kerntemperatur, weil, ja, wie soll ich sagen? Da ist so viel Hitze drin, dass sie immer relativ schnell auf 90 Grad rumoxidieren. Also, oh, wir retten die mal hier. Herrlich. Also nach Gefühl eher. Einfach nach Gefühl, genau. So herrlich, jetzt nehmen wir uns mal hier so ein Burschen runter. Ha. Und schlachten den hier, Knochenfälschen raus. Und sagen, brutal heiß, aber das hält mich nicht von dem klassischen Mittelschnitt ab. Mega. Also wenn du noch zerfallen willst, dann lässt du es einfach noch ein bisschen länger drin. Das kannst du machen, wie du möchtest. Ich mag so ein bisschen Restbiss an Rippchen ganz gerne. Und was ich auf jeden Fall machen muss, ist hier ordentlich pusten, wa? Also wie sagt man so schön? Nicht von der Messerspitze essen, liebe Kinder, aber ich darf das. Und also rinne in die hohle Birne. Hat einen sehr schönen Biss. Also nicht komplett zerfallig. Aber, müsst ihr hier? Sehr aromatisch. Dieser. Heiß. Dieser leichte Bacon-Geschmack hat der Sache echt gut nach vorne gebracht. Also, eine sehr coole Nummer. Und wenn euch mal so Beefrippchen in den Einkaufswagen fallen, auch diese leicht faserigen Stücken hier. Aller heiß. Dann, Mann, warum esse ich denn weg reden will? So, jetzt kann ich die Lust mal runterschlucken. Also, wenn euch mal Beefribs in den Einkaufswagen fallen, dann wisst ihr, wie man die machen kann. Und ja, mir war eine große Freude, dass ihr dabei wart. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, Feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Sehr geil. Das kannst du essen ohne Reden. Ich hab noch so schöne Portionsgrößen gleich. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.